Hallo zusammen, ich habe hier einen Crafter von VW mit dem Westfalia-Ausbau. Halbes Jahr alt das Fahrzeug und der Kühlschrank geht nicht. Aus diesem Grund ist er hier und wir schauen uns jetzt das aus der Nähe an. Ja, wir sehen, der Kühlschrank ist hier, diese zwei Auszüge. Das ist toll gemacht, sieht optisch gut aus. Und hier ist ein Füllstand von mir zum Kontrollieren der Kältemittelmenge. Und hier hat die Hälfte des Kältemittels gefehlt, also zu wenig Kältemittel. Und wir sehen hier drin, das ist unterm Bett, neben der Küche, das Kühlaggregat. Wir haben hier einen Messschlauch angehängt zum Messen des Kältemittels und eben die Hälfte hat gefehlt, das haben wir aufgefüllt. Hier sind Kupplungen dran. Diese Kupplungen, ich habe hier noch die Schlüssel rumliegen, also ein 20er, ein 21er und ein 19er braucht ihr dazu, um hier diese Kupplungen anzuziehen. Die waren ja nicht lose, aber zu wenig angezogen und die Vermutung liegt daran, dass hier Kältemittel raus ist. Die sind jetzt nachgezogen, aber wenn ich das Kühlaggregat hier unter dem Bett anschaue, da kommt dann diese Abdeckung drauf mit diesem Deckel und hier oben drauf kommt das Bett. Das heißt, das Kühlaggregat ist eigentlich hier oben nicht richtig belüftet. Ein guter Versuch. Hier ist der Wärmetausch. Dieser gibt die Wärme ab. Der Lüfter, der hier hinten sitzt, der zieht die Luft von hier raus und dreht dann die so im Kreis rundherum. Oder so im Kreis rundherum. Die Wärme staut sich hier, spätestens im Sommer. Und der Kühlschrank kühlt dann schon. Wir haben genügend Leistung. Aber er braucht einfach immer mehr Strom, weil er die Wärme hier nicht wegkriegt. Also idealerweise, wir haben hier noch ein Gitter. Wir sehen es auf der Seite. Hier eine Trennwand reinzumachen. Hier eine Trennwand reinzumachen. Bis nach oben unter das Gitter. Dass ich hier die Luft ansaugen kann, wenn oben zu ist. Und dann die Luft hier weg, dass ich sie zwangshalber oben rausdrücken muss. Oder hier durch dieses Gitter raus. Das wäre dann ja, die Lösung, dass das Kühlaggregat die Wärme wegbringt. Wir sehen hier diese Leitung, das ist die Saugleitung. Das ist die Leitung, die das Kältemittel zurückführt und die ist nicht isoliert. Die sollte hier eigentlich isoliert sein. Wenn wir dann den Kasten hier anschauen, hier kommt die Leitung so. Und hier drin kommt die Leitung auch, alles nicht isoliert. Diese Leitung bildet jetzt schon Kondenswasser, obwohl wir jetzt noch Frühling haben, es draußen kalt ist. Sobald wir dann Hochsommer haben, werden wir da unweigerlich Kondenswasser haben. Dann habe ich hier ein Loch, ich hoffe man sieht es. Und ich mache jetzt hier mal den Kühlschrank auf. Dann können wir von hinten in den Kühlschrank gucken. Also hier müsste das Loch zu isoliert werden. Weil sonst hat das effektiv keinen Sinn. Ich habe jetzt hier den Aussatz rausgemacht. Ich sehe, hier haben wir ein bisschen Eis angesetzt. Und hier habe ich einen Temperaturfühler. Und wenn ich den anschaue, jetzt ist natürlich schon ein bisschen wärmer, weil die Türe offen ist, habe ich minus 1,7 Grad. Und wir sehen hier das Loch. Wir sehen auch raus. Oder in den Schubladenstock nebendran. Das Loch muss zu sein. Punkt. Wir haben hier drin ein belüftetes Kühlaggregat. Das ist okay. Aber das tropft hier unten. Tropft das Wasser raus. Und tropft dann teilweise hier in den Korb rein oder spätestens am Boden. Und wir sehen auch diese Schrauben da unten, die sind schon ein bisschen anoxidiert, weil natürlich das Wasser da unten reinläuft. Man sieht es schlecht, man
Aber wenn ihr so ein Wohnmobil habt, schaut euch das an. Ja. Ich hätte jetzt hier statt einem belüfteten Kühlaggregat nur eine flache Rückwandplatte reingemacht. Erstens, der Lüfter brummt, braucht Strom. Und wenn ich eine Platte von hier gegen unten gemacht hätte, hätte ich den genau gleichen Effekt wie mit dem Lüfter. Ja, das zu diesem Wohnmobil. Ich verlinke euch hier eine andere Störung und hier noch eine Störung. Und ich wünsche euch einen schönen Sommer.